Und jetzt ist schon wieder der Akku leer. Verdammt! Ich habe heute einfach kein Glück beim Drehen. Akku leer, dann Speicherkarte voll, dann wieder Akku leer und ich glaube, der andere Akku ist noch nicht voll. Verdammt. Heute soll es noch meinen Lesemonat für den Mai geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch im Mai habe ich wieder richtig, richtig viel gelesen. Es waren insgesamt 13 Bücher, die ich gelesen habe im Mai und das war wieder richtig viel. Und ja, wie ich es in meinem Video schon angekündigt hatte, glaube ich nicht, dass ich jetzt in Zukunft oder naher Zukunft vielmehr auch erstmal wieder so viel lesen werde jeden Monat. Ich muss gucken, wie es mit der neuen Arbeit läuft und je nachdem, wie ich mich einarbeite, wie ich Kopf dafür habe, gucke ich mal, wie viel ich schaffen kann zu lesen. Und ja, aber Mai lief es halt nochmal richtig gut und deswegen wird das jetzt hier wahrscheinlich auch wieder ein etwas längerer Lesemonat. Aber ich versuche mich mal kurz zu fassen, denn ich habe zu jedem Buch, was ich euch zeige, eigentlich auch eine Rezension hochgeladen. Also wenn ihr dann nähere Infos nochmal zu allem wollt, schaut euch da einfach die einzelnen Videos dazu an und da erfahrt ihr dann alles so, was ich so komplett über die Bücher gedacht habe. Ansonsten würde ich jetzt hier einfach nur nochmal alles ganz kurz zusammenfassen, damit dieses Video nicht einfach so unsagbar lang wird. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich im Mai gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Scorched von Jennifer L. Armentrout. Das ist quasi der zweite Teil zu Frigid. Also es ist jetzt keine direkte Reihe, aber die beiden Teile gehören halt schon irgendwie zusammen, denn das Pärchen von Frigid kommt hier auch wieder mit drin vor. Und in diesem Buch geht es um Andrea und Tanner und die beiden sind die besten Freunde von dem Pärchen aus dem ersten Teil. Und ja, deswegen gehören die Teile schon irgendwie zusammen. Und ja, Andrea und Tanner. Andrea und Tanner können sich nicht leiden. Sie haben eine sehr spezielle Beziehung zueinander und wenn sie sich sehen, dann fliegen die Fetzen. Und Tanner hat aber schon irgendwie in letzter Zeit gemerkt, dass er gegenüber Andrea anders empfindet als noch wie vor ein paar Monaten. Und die beiden verbringen dann eine Woche zusammen im Urlaub in einer Hütte, in einer abgelegenen Hütte im Wald in West Virginia mit ihren beiden besten Freunden Sydney und Kyler zusammen. Und ja, was dann da alles passiert quasi, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, dass mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand, gerade zum Ende hin hat sich das Buch ganz, ganz toll entwickelt. Die Problematik in dieser Geschichte hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also es geht hier vorrangig um Andrea und ihre Probleme und das ist kein Zuckerschlecken, was sie für Probleme hat. Und es ist toll zu sehen, wie Andrea dagegen angeht, wie sie dann dagegen ankämpft zum Ende hin und wie Tanner halt auch einfach dann da ist für sie. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere und ja. Fand ich gut, I like, und wer Liebesgeschichten mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall wieder mit angucken. Und dieses Buch hat mir auch noch ein bisschen besser gefallen als Fridged. Also, I like. Und da ich ja nie genug von Jennifer L. Armentrout kriegen kann, habe ich dann danach gleich noch Fire in You gelesen, was sie ja unter ihrem Synonym J. Lynn rausgebracht hat. Und Fire in You ist der letzte Teil der Wait for You Reihe und dieses Buch sollte ursprünglich schon letztes Jahr im August erscheinen. Dann wurde das verschoben, der englische Starttermin, der amerikanische Starttermin wurde dann verschoben auf den November und ja, jetzt ist es endlich auch bei uns rausgekommen Anfang Mai und ich habe es dann im Mai gleich mitgelesen und es war so schön. Und es ist ja immer so, wenn so eine Reihe zu Ende geht, ist man ja immer schon ein bisschen traurig, aber ich fand den letzten Teil der Wait for You-Reihe hier richtig schön. Ich mochte die Geschichte von Jill und Brock und ich finde, Frau Armentrout hat sich da ein ganz, ganz tolles Pärchen ausgesucht für den letzten Teil und ja, hat mir richtig gut gefallen. In diesem Buch geht es um Jillian und Brock und Jillian und Brock sind seit frühester Kindheit Freunde gewesen und dann passiert aber etwas ganz, ganz Tragisches und das ist wirklich tragisch diesmal in Jillians Leben und sie verliert quasi ihre Freundschaft zu Brock dadurch. Und ja, nicht nur dadurch, sondern auch dann noch durch die näheren Umstände. Und jetzt spielt das Ganze 6 Jahre später und die beiden treffen wieder aufeinander und Tyrion merkt, dass sie ihren besten Freund schon sehr vermisst hat und weiß aber halt nicht, wie sie ihm jetzt gegenübertreten soll und wie er das alles so sieht und wie er dann so empfindet. Und ja, das ist quasi das, worum es in Fire in You geht. Es geht halt um Jillian und Brock, um die Freundschaft der beiden, um die Vergangenheit der beiden und ob sie es schaffen, doch noch einen Weg zu finden, um zueinander zu finden. Und ich finde, das ist in diesem Buch ganz, ganz toll geschrieben worden. Ich finde die ganze Wait for You-Reihe, jeden einzelnen Teil für sich richtig, richtig toll. Ich kann euch diese ganze Reihe nur empfehlen. Und ja, I like it, I love it. Ich bin traurig, dass die Reihe vorbei ist, aber ich freue mich auf die nächsten Bücher, die hoffentlich noch kommen werden von Frau Armentrout. Und da ich ja dieses Jahr meine Buchreihen abbauen und beenden möchte, habe ich das natürlich auch im Mai getan. Und ich habe eine Reihe beendet und zwar Das Juwel, der schwarze Schlüssel von Amy Ewing. Das ist der dritte und letzte Teil von dieser Trilogie und mir hat der dritte Teil richtig gut gefallen. Ich
mochte die Handlung, ich fand den Kampf hier am Ende richtig gut, ich fand gut, wie das Ganze geschrieben wurde, ich fand die Charaktere toll, ich fand es gut, wie das alles am Ende aufgelöst wurde und ja, hat mir alles richtig gut gefallen, kann ich nicht meckern. Und ich fand es halt auch gut, dass das Ende so ein bisschen offen ist und jetzt nicht alles in Stein gemeißelt ist in diesem Buch und man sich dann halt auch selber so seine Gedanken spinnen kann, wie denn das Ganze jetzt weitergehen würde. Und ja, hat mir richtig, richtig gut gefallen auch und ich kann euch die Reihe auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf eine etwas andere Jugend-Fantasy-Geschichte habt. Dann habe ich mal wieder ein Buch gelesen, wo ich mir nicht sicher war, ob mir das gefallen könnte. Und zwar dieses hier, die Wellington-Saga-Versuchung. Das ist der erste Teil dieser Trilogie auch. Ich glaube, der zweite Teil kommt im September, glaube ich, oder August kommt der mit raus. Und ja, ich habe dieses Buch gelesen und war positiv überrascht. Ich fand die Handlung ganz, ganz toll von dieser Geschichte. In diesem Buch geht es um Georgia und sie ist Tierärztin und besucht ihren quasi reichen Freund. Also ihren reichen besten Freund Bo. Und Bo hat einen neuen Mann kennengelernt. Und weil er bisher mit Männern immer noch schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat er Georgia halt gebeten, sich diesen Typen anzugucken und lädt sie halt nach Wellington ein. Und Wellington ist das Pflaster der Reichen und schön und Georgia fühlt sich da auch ein bisschen fehl am Platz und lernt dann bei einem Polospiel den attraktiven Polospieler Alejandro Del Campo kennt. Und da Georgia Tierärztin ist, hilft sie Alejandro und seinem Team in einer ganz, ganz brenzlichen Lage. Und ja, was dann weiterhin noch mit den beiden passiert, das ist es, worum es im ersten Teil der Wellington Saga geht. Und ich kann nur sagen, die Handlung hat mir gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte, wie das Ganze abgelaufen ist, ich mochte, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich fand das Ende ein bisschen schwach. Also ich hätte mir vom Ende her ein bisschen mehr gewünscht. Also ich fand das am Ende halt alles ziemlich schnell abgehandelt, aber das hat mir jetzt nicht das ganze Buch zersaut, aber ich hätte mir halt einfach ein bisschen mehr gewünscht und noch ein bisschen drumherum gewünscht und ja, es ist schwierig zu erklären, ohne euch zu sagen, was passiert ist am Ende. Also wer das Buch kennt, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Also zum Ende, wie gesagt, hat es mich ein bisschen enttäuscht, hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr gewünscht. Ansonsten fand ich dieses Buch ganz, ganz toll und es hat mich echt positiv überrascht und wer erotische Geschichten gerne liest, sollte sich die Wellington Saga auf jeden Fall mal mit angucken. Kommen wir zum nächsten Buch, was ich im Mai gelesen habe und auch dieses Buch war ganz, ganz toll und ich fand die Geschichte auch richtig, richtig gut und zwar geht es um dieses Buch hier, Auf immer gejagt von Erin Summerill. Dieses Buch ist ja hier im Mai schon wieder durch Booktube gegangen, meine Fresse, ne? Irgendwie hat jeder gefühlt wieder dieses Buch gelesen und ja, ich fand das Buch richtig, richtig gut. Ich mochte die Story, die in diesem Buch drin vorkam, ich mochte die Charaktere. Ich fand das Ende richtig gut und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also ich hatte beim Ende so ein Gefühl, das war jetzt nicht so ein mega fieser Cliffhanger, aber es war schon ein kleiner Cliffhanger. Also es war schon, man ist mit einem Gefühl aus diesem Buch gegangen, einfach nur so, ups, oh oh. Ja, mal gucken, was da jetzt kommt. Und ja, ich fand es richtig gut. In diesem Buch geht es um Tessa und Tessa hat ein Problem. In ihrer Heimat in Brenton, wo sie lebt, wird sie quasi geächtet. Denn ihre Mutter kam aus dem verfeindeten Königreich Malam und ihr Vater war der Fährtenleser des Königs, weswegen man sie dort geduldet hat. Doch ihr Vater ist leider vor kurzem ermordet worden. So wird sie jetzt in ihrer Heimatstadt Brenton quasi verachtet und geächtet und sie bekommt ein Angebot vom König und sie soll den Mörder ihres Vaters finden. Und das Schlimme daran ist, dass alles darauf hindeutet, dass der Mörder ihres Vaters ihr einziger und bester Freund Cohen ist. Und ob Tessa Cohen findet und ob er wirklich der Mörder ihres Vaters ist oder was da noch alles da dahinter steckt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich fand die Geschichte einfach nur unglaublich gut erzählt. Ich, wie gesagt, fand Tessa toll, ich fand die Wendung in diesem Buch toll und mochte es auf jeden Fall total. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und freue mich auf die Fortsetzung auf jeden Fall schon. Und wer Bock auf ein Jugendbuch hat mit einer Fantasy-Welt, mit Magie und allem drum und dran, der sollte sich Auf immer gejagt auf jeden Fall angucken. Danach habe ich mir wieder ein Adult-Buch gelesen, was aber für mich schon Richtung Erotik tendiert, weil es ist relativ viel Erotik in diesem Buch gewesen für einen Adult-Roman, meiner Meinung nach. Macht das Sinn? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich gelesen dieses Buch hier, Game On, Mein Herz will dich von Kirsten Callihan. Das ist der erste Teil dieser Game On-Reihe und ja, ich fand das Buch gut. Es hat mir richtig gut gefallen, es hat Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Es waren ein paar eklige Stellen in diesem Buch, wo ich mir nur so dachte, so, boah, Alter, was war, warum machen die das? Das ist widerlich. Und ja, da ging es halt nicht um das Pärchen in diesem Buch, sondern um Nebencharaktere. Und naja, es war auf jeden Fall nicht so cool, das Ganze zu lesen, aber lassen wir das. Und ja, ansonsten fand ich die Story um Anna und Drew richtig süß. Sie hat mir richtig gut gefallen und ja, es war einfach ganz, ganz toll erzählt und geschrieben und
Ja, in diesem Buch geht es um Anna und Drew, wie ich schon gesagt habe. Und Anna ist so ein typisches, normales, durchschnittliches Mädchen. Sie studiert halt an ihrer Uni und ja, eines Tages in ihrem neuen Literaturkurs trifft sie auf den Star Quarterback des Colleges, Drew. Und Drew kennt jeder und jeder findet ihn toll und jedes Mädchen möchte gerne mit ihm ausgehen. Und ja, Anna bricht das irgendwie ein bisschen an und sie hat da keinen Bock drauf. Und es ist so, dass Drew ein Auge auf Anna geworfen hat und sie auf jeden Fall für sich gewinnen möchte. Und als Star Quarterback gibt er natürlich niemals auf. Und ob er am Ende Annas Herz für sich gewinnen kann und was dann nicht noch alles passiert, das ist es, worum es im ersten Teil von Game On geht. Und wie gesagt, ich finde, es ist eine ganz, ganz süße, tolle, erzählte Geschichte mit mehr Erotik als, wie gesagt, meiner Meinung nach üblich bei New Adult. Aber das kann man verkraften. Also es war noch okay, aber es war halt schon relativ viel. Aber ich mochte das Buch halt auf jeden Fall total gerne. Ich fand die beiden ganz, ganz süß und ich fand auch das Ende toll. Und ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Es gibt jetzt insgesamt 3 Teile aktuell. Der 4. kommt jetzt raus. Oder ist der 4.? Und der 5. kommt raus. Auf jeden Fall gibt es schon einige Teile noch von dieser Reihe. Und die werde ich mir jetzt auf jeden Fall alle nach und nach noch mitholen und lesen. Und ja, ich freue mich da schon drauf und ich finde es ganz, ganz toll. Danach habe ich mal wieder ein E-Book gelesen. Und zwar dieses hier. Unsäglich verliebt, Alaska Widerwillen von Ellen McCoy. In diesem Buch geht es um Liv und Liv ist PR-Beraterin in einer riesigen Agentur und sie möchte jetzt gern Teilhaberin werden und wird quasi daraufhin nach Alaska geschickt. Und sie denkt, dass man sie hört nicht richtig, weil sie wieder Teilhaberin werden und ihr Boss sagt jetzt quasi halt, wenn sie jetzt diesen Auftrag erledigt und das macht für ihn, dann kriegt sie Teilhaberschaft und ihr Traum erfüllt sich und bla bla bla. Also tut unsere Protagonistin Liv das Angebot annehmen und fliegt nach Alaska. Dies ist aber auch ein spezieller Auftrag, denn denjenigen, den sie beraten soll, wo sie sich die Firma angucken soll, ist der Neffe ihres Chefs, Matt. Und Matt hat halt ein Sägewerk, was so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und ja, sie soll jetzt halt dahin fahren, sich das Ganze angucken und ihm beraten, was er besser machen kann, wie er das Ganze ein bisschen besser ausbauen kann. Und fliegt dann halt wider Willen nach Alaska, um sich halt die Firma mal anzugucken und stellt dann halt ganz, ganz schnell fest, dass sie sich da auf was eingelassen hat, mit dem sie so nicht gerechnet hätte. Und was dann da alles noch mit Liv und Matt in Alaska passiert, das ist es, worum es in Alaska wider Willen geht. Und ich kann nur sagen, dass ich das Buch sehr, sehr süß finde. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Buch zu lesen. Ich hatte im Mai sehr, sehr viele gute Bücher. Ich hatte fast keine doofen Bücher. Also ja, hat mir gut gefallen. Ich fand Liv als Charakter toll. Ich fand Matt toll als Charakter. Gerade war er am Anfang so... Ja, aber jetzt, er war schon ein Arschloch zu ihr, ne? Also, er war schon nicht nett zu ihr und wie sich das Ganze dann zwischen den beiden entwickelt hat und was dann alles noch mit dem Sägewerk passiert ist und gerade wie das Ganze am Ende ausgegangen ist, fand ich sehr, sehr süß und sehr, sehr schön und auch das Setting hat mir richtig gut gefallen in diesem Buch mit Alaska und den Wäldern und den Bergen und wie das alles beschrieben wurde, fand ich super. Und wenn ihr Lust auf einen schönen, süßen Liebesroman habt, dann schaut euch Alaska Widerwillen von Ellen McCoy auf jeden Fall mal mit an. Dann habe ich noch eine Reihe beendet im Mai und... Was soll ich dazu sagen? Diese Reihe zu beenden war schwierig. Sagen wir es mal so. Den ersten Teil fand ich damals so, ja, aber ich wollte jetzt halt wissen, wie es weitergeht. Also habe ich den zweiten gelesen. Der zweite hat mir dann viel, viel besser gefallen. Und den fand ich auch gut, wie das Ganze am Ende ausgegangen ist. Und dann habe ich jetzt den dritten gelesen. Und zwar war das dieses Buch hier, Everflame, Verräterliebe. Und ja, das war nicht gut. Also, ich hatte wieder richtig Probleme mit dem Worldbuilding in der Geschichte und ich kam damit einfach nicht zurecht. Mich hat die Protagonistin genervt mit ihrer ganzen Art und Weise. Ich fand das doof, wie das am Ende aufgelöst wurde. Ich fand allgemein das ganze Ende richtig dämlich. Ich kam mit den Charakteren nicht mehr zurecht. Ich fand die Schlacht am Ende auch nicht so richtig berauschend und ja... Dieses Ende hat mich sehr enttäuscht. Also ich habe jetzt echt nach dem zweiten Teil gedacht, juhu, das wird noch was und nein... Ja, da das ja der dritte Teil der Everflame-Reihe ist, kann ich jetzt im Inhalt nicht viel sagen. Es geht in diesem Buch oder in dieser Reihe generell um Lily und Lily wohnt in ihrer Welt, also in unserer Welt, in Salem. Sie ist schwer allergiekrank und kann eigentlich nie aus dem Haus und wird dann aber von ihrem Kumpel Tristan doch überredet, mal auch mit auf eine Party zu kommen. Dort bekommt sie einen allergischen Schock, fällt quasi halbtot um und ja, merkt dann halt sehr, sehr schnell, dass ein normales Leben für sie nicht möglich ist. Und als ich dann auch noch merke, dass ihr bester Freund Tristan mit anderen Mädchen rummacht und das in ihrem Beisein ist, sie am Boden zerstört sind, sie ist schon immer heimlich in ihn verliebt gewesen. Und ja, wird dann quasi
von einer anderen Lilly aus einer Parallelwelt in ein anderes Salem gezogen. Und ja, dort erlebt sie dann ganz, ganz viele verrückte Sachen und stellt sich heraus, dass sie eine Hexe ist und dass diese Allergien daherkommen, weil sie ihre Hexenkräfte immer unterdrückt hat und ja, dass sie ganz, ganz viel krassen Scheiß machen kann. Und am Ende vom ersten Teil stellt sich einfach nur raus, sie will nach Hause, sie hat keinen Bock mehr in dieser Welt zu sein und sie möchte einfach nur weg dort und sie will heim und sie will mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Und ja, sie muss dann aber doch nochmal in diese andere Welt zurückkehren, denn diese andere Welt steht vor einer atomaren Katastrophe und das muss sie verhindern und deswegen kehrt sie dann zurück in diese Parallelwelt und was dann halt alles passiert, darum geht es dann quasi auch im dritten Teil und wie gesagt, ich fand das Ende leider nicht gut. Ich weiß, dass diese Reihe vielen von euch gefallen hat und ich wünschte, sie hätte mir auch gefallen, denn wie gesagt, Göttlich von Josephine Angelini habe ich geliebt, aber die Reihe war einfach nicht mein Fall, also ich kam mit dem Ganzen einfach irgendwie nicht so zurecht und ja, ist halt so. Kann ja eigentlich immer alles gefallen. Dann habe ich noch ein weiteres E-Book gelesen im Mai und zwar dieses hier, Crushed, zersprungene Gefühle von Nashoda Rose. Und das ist der dritte Teil dieser Reihe und dieses Buch war auch richtig, richtig gut. Es ist auch ein Liebesroman mit Erotik, also es hält sich im Rahmen die Erotik. Hier kommt wirklich nur ganz, 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 ganz weit am Ende mal was. Und das hängt aber auch mit der Geschichte an und für sich zusammen. Denn in diesem Buch geht es um Heaven. Und Heaven ist einer jahrelangen Gefangenschaft entkommen. Und sie wurde dort sehr viel misshandelt, körperlich wie psychisch. Und ja, versucht jetzt halt quasi zurück ins normale Leben zu kommen und wieder in ein normales Leben zu finden. Und sie hat ihren Zwillingsbruder wieder gefunden und ihr Zwillingsbruder ist Mitglied einer Rockband. Und diese Rockband heißt Tear Asunder und ein weiteres Mitglied dieser Band ist Crisis. Crisis ist quasi der beste Freund ihres Bruders und er kümmert sich um Heaven und er dringt zu ihr durch, wie es kein anderer kann, auf seine ganz einfache, lockere, leichte Art. Denn jeder behandelt sie wie Porzellan und so, ja, sag ja nichts Falsches und oh mein Gott, sie war ja jahrelang gefangen und jeder packt sie da halt in Watte und fässt sie mit Samthandschuhen an und das möchte sie halt nicht. Sie möchte halt einfach normal behandelt werden, sie möchte diesen ganzen Scheiß hinter sich lassen und Crisis schafft es halt dadurch, sie durchzudringen und ja, hilft ihr dann so Stück für Stück zurück ins Leben und man erfährt dann halt so während des Lesens in der Geschichte, was eigentlich genau alles mit Heaven passiert ist, was sie alles durchleben musste und das zu lesen war wirklich schon richtig, richtig heftig und ich fand aber, wie die Autorin das geschrieben hat und wie die das einem vermittelt hat, das fand ich so gut. Das hat die Autorin richtig, richtig gut gemacht. Und auch diese Gratwanderung, dann aus diesem Buch noch eine Liebesgeschichte zu machen, fand ich, hat die Autorin richtig gut hinbekommen, hat mir auch mega gut gefallen. Ich habe dieses Buch kostenfrei mir bei der Lux-Seite runtergeladen, am Welttag des Buches, da stand das zur Verfügung. Und ja, ich habe es gelesen und ich fand es einfach nur mega, mega gut. Da das der dritte Teil der Reihe ist, werde ich mir die anderen auf jeden Fall auch noch holen. Irgendwann mal, wenn ich mal dazu komme. Es gibt diese Bücher leider nur als E-Books. Verdammt, sonst hätte ich es mir auch noch als richtiges Buch geholt. Denn die Geschichte war einfach nur der Oberhammer. Das mitzuerleben, wie Crisis Heaven da zurück ins Leben holt. Und wie man halt auch merkt, dass sie Rückschritte macht und Fortschritte macht und dann wieder zurück. Und das fand ich einfach nur mega gut und es hat mir richtig gut gefallen. Und das hat die Autorin aber trotzdem noch auf eine lockere Art erzählt, dass es halt nicht alles zu traurig wird und dass man halt trotzdem noch Spaß an der Geschichte hat. Und ich finde, mega gut. Wenn ihr mal Lust auf eine etwas andere Liebesgeschichte habt mit einem etwas anderen Hintergrund, dann schaut euch Crush, zersprungene Gefühle auf jeden Fall mal mit an. Ich fand es ganz, ganz toll und ja, kann es euch da wirklich empfehlen. Dann habe ich im Mai auch mal wieder ein Buch von der Jackie gelesen und zwar dieses hier von Worten berührt. Dieses Buch gehört so ein bisschen zu Der Duft von Büchern und Kaffee. Das ist jetzt keine Fortsetzung oder sowas, aber die Charaktere aus diesem Buch kommen hier auch wieder mit drin vor. Fand ich sehr, sehr cool. So ein kleines Crossover und ja, in diesem Buch hier geht es um Penny. Und Penny ist alleinerziehende Mutter und arbeitet für einen Bestseller-Autor. Und ja, sie erhofft sich dadurch so ein bisschen einen Einstieg in diese Branche, denn auch sie schreibt gerne Geschichten und möchte gerne Autorin werden. Und das funktioniert aber alles leider irgendwie nicht so wie gedacht, denn ihr Chef ist ein riesengroßes... Naja, ihr wisst. Und ja, sie bekommt dann aber Hilfe von unerwarteter Stelle, denn jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit trifft sie auf einen mysteriösen Fremden, mit dem sie sich immer unterhält und immer über Bücher spricht und über Hobbys und alles. Aber sie weiß nicht, wie er heißt und sie weiß nicht, wer er ist. Und als er ihr dann eines Tages verrät, wer er ist, kann sie es kaum glauben. Und was dann mit den beiden alles so passiert und ob Penny es schafft, ihren Autorentraum zu erfüllen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich finde,
Jackie hat dieses Buch wieder so unglaublich gut erzählt. Ich finde ja, Jackie schreibt so gefühlvoll und so romantisch und sie findet immer so schöne Wörter für alles und oh, es ist so gut. Ich liebe ja diesen Schreibstil von Jackie. Also, ne, also keiner schreibt für mich so gefühlvoll und so locker leicht und so romantisch wie Jackie. Also das kann ich wirklich nur sagen, dieser Schreibstil ist der Hammer. Und ich glaube, Jackie könnte alles schreiben. Ich würde alles lesen. Es ist wirklich richtig gut. Und ja, ich fand die Geschichte hier auch wieder richtig, richtig toll. Ich fand die Handlung gut. Ich mochte die Charaktere. Ich fand das Ende, das war nochmal so richtig dramatisch. Das fand ich auch nochmal mega gut. Und ja, I like it. I like it. I like it. Mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Es hat mir richtig gut gefallen. Und wenn ihr Lust auf eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte habt, ohne Erotik, dann schaut euch von Wörtern berührt auf jeden Fall mal mit an. Jetzt wollte ich der Duft von Büchern und Kaffee schon sagen, aber ich bin auch schon verwirrt. Dann habe ich im Mai jetzt mal noch ein Buch wieder mit Test gelesen. Dieses Buch erscheint erst im August, aber ich kann euch ja schon mal sagen, wie ich das fand. Und zwar habe ich Fuchsmorgen gelesen. Das ist der erste Teil quasi zu einer Nebenreihe der Fuchsreihe. In Fuchsmorgen geht es quasi um die Vorgeschichte von unserer Protagonistin Maikaela. Und ich habe das, wie gesagt, mit Tess gelesen und ich fand Fuchsmorgen ganz, ganz toll. Ich finde, Niki hat da auch wieder eine richtig tolle Welt geschaffen und hat das alles wieder richtig toll erzählt. Und es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich hoffe, dass zu dieser Vorgeschichte da noch ein paar Teile kommen. Denn so die Vorgeschichte der Protagonistin zu lesen, hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und ich fand das ganz, ganz toll. Und wenn ihr die Fuchsreihe von Niki kennt, könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen. Und ich empfehle euch, das auf jeden Fall zu lesen. Es ist ganz, ganz toll. Ich fand es super. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Und wenn ihr die Fuchsreihe von Niki noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Sie ist richtig cool. Ich finde sie mega gut. Ich mag Maikaela total. Und ich finde den Namen Maikaela auch noch immer noch total cool. Ja, schaut euch die Fuchsreihe von Niki auf jeden Fall an, wenn ihr Jugendgeschichten gerne lest und gerne Fantasy-Geschichten lest. Solltet ihr das auf jeden Fall machen, denn sie ist richtig gut und ich mag sie total. Und mehr kann ich zu Fuchsmorgen auch noch nicht sagen. Wie gesagt, das Buch erscheint erst im August. Da werde ich dann aber nochmal näher drauf zurückkommen. Aber wer die Fuchsreihe von Niki kennt, kann sich da auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Danach habe ich dann noch ein Jugendbuch gelesen, was mir auch richtig gut gefallen hat. Und zwar dieses hier, Götterfunke, lieb mich nicht von Mara Wolf. Dieses Buch ist kitschig, es ist klischeehaft, es ist teilweise echt übertrieben. Es ist voll mit Stereotypen und ich fand es so gut. Ich fand es so unglaublich gut. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich habe es auch auf 2 Tage gelesen. Also ich war auch mega schnell fertig mit der Geschichte. Ich war richtig schnell durch und es gab zum Ende hin so eine Szene, wo ich dachte, Augenroll, aber so ist es halt bei Jugendbüchern. Aber ich muss halt sagen, ich fand das Buch so richtig, richtig toll und es hat mir so viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und das war so ein Gefühl wie bei Ewig Dein, was ich letzten Monat hatte. Und es war einfach eine richtig tolle, schöne Jugendbuchgeschichte und ich konnte da richtig schön abtauchen und mich entspannen beim Lesen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt weitergeht. In Götterfunke geht es, wie der Titel schon sagt, um Götter. Und zwar geht es um Zeus und Prometheus. Und Zeus und Prometheus haben einen Wettstreit. Denn Prometheus möchte kein Titan, er ist ja ein Titan oder ein Gott, möchte das nicht mehr sein. Er möchte ein Mensch werden und dafür muss er diesen Wettstreit gewinnen. Ich möchte jetzt hier auf diesen Wettstreit nicht näher eingehen, dafür müsst ihr das Buch schon selber lesen. Aber es ist halt so, dass dieser Wettstreit in einem Sommercamp ausgetragen wird und in diesem Camp befindet sich unsere Protagonistin Jess. Jess reist dort mit ihrer besten Freundin Robin an und auf dem Weg zum Camp haben sie schon einen Autounfall. Und Jess kann sich an diesen Autounfall erinnern und das ist alles ein bisschen merkwürdig, denn sie hat gemerkt, dass sie quasi schwer verletzt ist und dass es ihr nicht gut geht. Und sie kann sich noch erinnern, dass da drei Menschen waren an diesem Unfallort und als sie aufgewacht ist, saß sie aber wieder einfach in dem Auto ihrer besten Freundin und alles war gut. Ihre beste Freundin konnte sich an nichts mehr erinnern und Jess denkt sich dann so, habe ich das geträumt, ist das wirklich passiert? Und als sie dann den einen Typen aus ihrem Traum in diesem Sommercamp wieder sieht, ist sie total verwirrt. Und ja, dieser Typ ist Caden. Und was es mit Caden, den Göttern und allem anderen noch auf sich hat, das ist es, worum es in Götterfunke schlussendlich geht. Wie gesagt, dieses Buch ist voll kitschig, es ist voll klischeehaft, es ist voll schmalzig, es ist übertrieben. Aber ich finde, Jugendbücher dürfen das sein, denn Jugendbücher machen Spaß und es ist halt nun mal alles sehr unrealistisch und ja. Ich mochte es total, ich kann es euch wirklich empfehlen. Wenn ihr solche Bücher mögt, wenn ihr mit sowas kein Problem habt, dann schaut euch Götterfunke auf jeden Fall an. Wenn ihr nicht auf so kitschigen Scheiß steht, dann lasst lieber die Finger weg, weil dann könnt ihr euch das Buch echt nicht gefallen, dann könntet ihr echt enttäuscht sein. Und ja, ich mochte es total. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, wenn der im September rauskommt. Den werde ich mir auf jeden Fall auch gleich wieder mitkaufen. Und ja,
I like it. I like it, I like it. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass die mir auch gut gefallen haben. Ich mochte die Handlung, ich mochte das Setting, ich mochte den Schreibstil. Da war alles für mich rundum perfekt und ja, I like it. Dann habe ich noch den zweiten Teil dieser Reihe hier gelesen und zwar Game Maker, Meister des Spiels. Das ist ja die Mafia-Reihe und der dritte Teil ist jetzt auch erschienen, den werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch noch holen. Weil Niki hat den gerade gelesen oder liest den aktuell jetzt gerade noch und Niki findet den richtig gut, den dritten Teil. Die findet den besser als den ersten und den zweiten und wenn Niki das sagt, dann vertraue ich ihr da und dann muss ich mir den dritten auf jeden Fall holen. Und ich fand den zweiten Teil hier auch richtig gut, der erste war so gar nicht mein Ding, das war mir einfach zu viel. Also im ersten Teil, das war mir einfach zu viel Sex, das ging mir einfach zu viel unter die Gürtellinie und das war einfach nicht mein Fall mit diesem Sexclub und was da nicht alles noch passiert ist, das war mir einfach zu viel. Aber hier im zweiten Teil haben wir solche Kuriositäten nicht und es ist eine schöne Liebesgeschichte, die hier erzählt wird mit einem wieder sehr dominanten Mann, der gerne das Zepter in der Hand hält, was die Frau betrifft und ja, ich mochte es total, ich fand Kat als Protagonistin auch richtig gut und warum geht meine Stimme jetzt weg? Entschuldigung. Kat als Protagonistin in diesem Buch ist richtig, richtig toll. Sie ist eine Frau mit Feuer im Hintern. Sie ist eine Frau, die sich halt auch nicht alles gefallen lässt und nicht alles sagen lässt. Und sie ist auch eine Frau, die gerne mal provoziert. Gerade was Maximilian oder Maxim, wie er in diesem Buch auch genannt wird, betrifft, provoziert sie ihn schon ganz gerne und auch sehr oft. Und das zu lesen hat ultra viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelacht in dieser Geschichte. Und ja, es war auch wieder sehr viel Erotik in dieser Geschichte drin. Aber ich überblätter das dann immer einfach. Und ich lese dann nicht mehr jede einzelne erotische Szene in diesem Buch. Warum bin ich unscharf? Hier, Kamera, da bin ich. Danke. Und ja, ich fand's gut, ich fand's toll, ich fand's witzig. Zum Inhalt, es geht hier um Kat und Kat flieht seit 3 Jahren vor ihrer Vergangenheit. Sie schlägt sich jetzt als Putzfrau durch, tut nebenbei versuchen, ihren College-Abschluss zu machen und putzt halt auch bei einer Edelprostituierten. Und die erzählt ihr jedes Mal, wie leicht verdientes Geld das ist und dass sie mit ihrem Aussehen das doch auch machen könnte. Und ja, Kat ist sich da aber nicht so sicher, ob sie das kann. Und sie muss dann für ihre Kundin quasi einspringen, denn sie hatte einen leichten Botox-Unfall. Also das war schon sehr, sehr witzig am Anfang. Und ja, versucht sich dann in dem Business und hat auch echt noch Zweifel, als sie vor der Hoteltür steht quasi ihres Kunden und weiß nicht, ob sie das durchziehen kann und muss sich dann auch selber nochmal ziemlich viel Mut zusprechen, um das durchzuziehen und ja, trifft dann halt dort in diese Hotelsuite auf Maximilian oder Maxim Sebastian. Und Maxim ist ein Mann, der sie nicht nur optisch anspricht, sondern zu dem sie sich sehr, sehr hingezogen fühlt. Und ja, die beiden verbringen dann diese Nacht miteinander und diese Nacht hinterlässt bei beiden ihre Spuren. Und Maxim muss Kat unbedingt wiedersehen. Sie hat es ihm total angetan aus verschiedenen Gründen. Das erklärt sich dann hier in dieser Geschichte. Die möchte ich jetzt hier nicht näher benennen. Und ja. Ob Kat sich auf den Deal, den Maximilian ihr da vorschlägt, einlässt oder nicht und ob die beiden außerhalb dieser Hotelsuite auch noch eine Chance haben auf eine richtige Beziehung und nicht so auf eine Kunde-prostituierte Beziehung. Das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich mochte die Handlung, ich mochte die Charaktere. Den Schreibstil von Cressico fand ich im ersten Teil ja auch schon gut. Das ist richtig toll, wie sie alles beschreibt und darstellt und erzählt und ja, hat mir richtig gut gefallen. Also ich mochte den zweiten Teil von Game Maker auf jeden Fall und ja, werde mir jetzt den dritten auf jeden Fall auch noch holen und damit diese Reihe dann auch beenden. Das vorletzte Buch für dieses Video ist dieses hier, Feel Again von Mona Kasten. Ich habe mich schon sehr, 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 sehr doll auf dieses Buch gefreut. Ich habe es mir dann gleich bestellt, als es draußen war und habe es dann auch gleich gelesen an dem Wochenende. Und was soll ich sagen, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich finde die Geschichte von Isaac und Sawyer einfach mega gut, weil es hier mal quasi umgedreht ist. Sawyer ist ein Mann, der absolut kein Selbstvertrauen hat, der nicht so richtig weiß, wie er mit Frauen umgehen soll, der nicht so richtig aus sich raus kann und der halt schon arge Probleme hat. Und Sawyer ist ein Mensch, sie ist sehr selbstbewusst, sie sagt jedem offen und ehrlich ihre Meinung und ja, ich fand es einfach mal cool, das Ganze mal so rumzudrehen und halt nicht immer diese starken kleinen Alpha-Tiere da zu haben, sondern einfach einen ganz normalen, netten, jungen Mann und mit seinen Problemen. Und ich fand es einfach cool, die Geschichte zu lesen. Ich erkläre euch auch hier nochmal ganz kurz, worum es geht. Und zwar, wie gesagt, geht es hier um Isaac und Sawyer und die beiden lernen sich schon in den vorherigen Bänden kennen. Also die sind da schon ein paar Mal aufeinander getroffen und ja, treffen dann auch hier wieder aufeinander. Und Sawyer hat Mitleid mit Isaac. Und Isaac ist der totale Nerd, er hat absolut kein Selbstbewusstsein. Er zieht sich immer sehr geschniegelt und gebügelt an, immer mit Fliege und Hemd. Und ja, die Mädchen machen sich halt auch teilweise lustig über ihn. Und das tut Sawyer dann doch irgendwie leid und bietet ihm einen Deal an.
sie hilft ihm cooler zu werden und versucht ihm ein paar Tipps zu geben, was die Frauen betrifft. Und sie und Sawyer darf dafür das Ganze dokumentieren für ihr Abschlussprojekt in Fotografie. Und Isaac lässt sich auf diesen Deal ein und man kann sich natürlich vorstellen, dass bei solchen Deals nicht immer alles glatt läuft. Und wie das Ganze dann mit den beiden ausgeht, das ist es, worum es in Feeligan geht. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch unglaublich gut. Ich fand die Charakterentwicklung, die Isaac hier auch in diesem Buch durchmacht, mega gut. Ich fand die Charakterentwicklung von Sawyer gut. Die haben sich beide richtig schön aufeinander zubewegt. Da hat keiner vor dem anderen gekuscht oder einstecken müssen oder ja. Das hat mir einfach richtig gut gefallen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Ende. Das war mir dann irgendwie ein bisschen viel. Das war so ein bisschen drüber mit Drama, aber es war gut. Also es war jetzt nicht schlecht und so. Es war immer noch ein richtig gutes Ende, aber es war mir halt so ein bisschen zu viel Drama dann noch zum Ende hin. Und ja, aber ich mochte Feeligan total. Tolle Handlung, tolle Charaktere, toller Schreibstil. Also für mich ist, glaube ich, Feeligan auch der beste Teil der Reihe. Also ich mochte es. I like. Und ich kann euch diese Reihe nur empfehlen. Der erste Teil ist sehr kitschig, sehr drüber, sehr klischeehaft, aber das wird im zweiten dann besser. Also, wenn ihr Bock auf eine schöne New Adult Reihe habt mit nicht so viel Sex, dann schaut euch die Reihe von Mona Kasten auf jeden Fall mal mit an. Ich kann sie euch da wirklich nur empfehlen. I like it, I like it, I like it. So, kommen wir jetzt quasi immer noch zu meiner Enttäuschung des Monats, und zwar war das dieses Buch hier, Hardwired von Meredith Wild. Ja. Ich hatte mir echt was anderes unter diesem Buch vorgestellt. Also ich hatte mir irgendwie eine coolere Geschichte vorgestellt unter diesem Buch. Also ja, ich kann es nicht anders sagen. Es war halt nicht mein Buch, leider Gottes. Also dieses Buch ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Es ist immer noch eine schöne Geschichte. Aber mich hat sie halt so gar nicht angesprochen. Und gerade, ihr habt ja gesehen, was ich diesen Monat alles an so New Adult und Liebesroman gelesen habe. Und dagegen hat die Geschichte halt nun mal einfach ein bisschen abgestunken. Gerade ich habe im Vorfeld viele gern gelesen und das dann so im Vergleich, das war irgendwie, nee, also das hat sie einfach nicht mehr gerissen und ja, hat mich da leider ein bisschen enttäuscht. Ich werde die Reihe auch nicht weiterlesen. Ich habe da jetzt auch null Ambitionen dazu, da irgendwie noch ein Buch über die beiden zu lesen. Das hat mir jetzt hier schon gereicht, sage ich jetzt mal. Und ja, für mich war das einfach auch wieder sehr klischeehaft natürlich, sehr stereotypenmäßig und natürlich auch sehr kitschig, was ja eigentlich jede Liebesgeschichte ist, ne? Also es ist eigentlich jede Liebesgeschichte kitschig und schmalzig und klischeehaft, aber ich weiß nicht, dieses Buch konnte mich einfach nicht packen und ja, hat mich jetzt halt leider nicht vom Hocker gerissen. In diesem Buch geht es um Erica und Blake, und Erica ist jetzt fertig mit dem College und hat ein Startup-Unternehmen während ihrer College-Zeit schon gegründet und sucht jetzt dafür einen Investor, um expandieren zu können. Und über ihren Professor hat sie halt diesen Kontakt vermittelt bekommen zu dieser einen Firma, wo es verschiedene Investoren gibt, wo sie ihr Projekt vorstellen kann. Und in dieser Firma arbeitet auch Blake. Und Blake sagt ihr sehr, sehr schnell, was er von ihrem Projekt und ihrem Unternehmen hält, und das auf eine nicht so nette Art und Weise. Und ja, Blake taucht dann trotzdem in ihrem Leben irgendwie immer wieder auf und möchte dann sie auch gern um ein Date bitten. Und Erica weiß dann erst recht nicht so genau, was sie von ihm halten soll, und denkt sich, was soll das jetzt? Und ja, was dann mit den beiden alles so passiert und ob die beiden eine Chance haben, das ist halt so, worum es in diesem Buch geht. Aber wie gesagt, für mich, es war halt nicht meine Geschichte, und ja, für mich war die halt nur nach 15, und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die dieses Buch absolut gefeiert haben, die es ganz, ganz großartig fanden. Also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung zu diesem Buch. Fühlt euch da bitte nicht angegriffen, wenn ihr anderer Meinung seid. Das ist völlig in Ordnung, dass ich eine andere Meinung habe als ihr. Ich habe in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass sich einige Leute immer auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich halt einfach mal sage, dieses Buch ist kacke. Ja, sorry, aber für mich war es nun mal nicht mein Buch. Und ich darf das auch ehrlich sagen, weil das ist mein Kanal mit meiner Meinung. Und ich muss nicht immer alles schön finden. So ist das nun mal. Und ich möchte auch gar nicht alles schön finden. Also lassen wir das Thema. Mein Lesemonat vom Mai, und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt im Juni entwickelt. Mal gucken, wie das mit der Arbeit so läuft, und dann schauen wir einfach mal, wie ich zum Lesen komme und wie viel ich lesen kann, und ja. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. Fragen, Anregungen, Wünsche, Kommentare, Meinungen, Diskussionen, alles gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.